Herzlich willkommen zum Aufwachkongress. Aufwachen, dein Leben wartet, mit Leichtigkeit neue Wege gehen. Heute bin ich mit einem ganz wunderbaren Mann aus Thüringen verbunden, mit Florian Sauer. Herzlich willkommen, Florian. Ja, hallo, liebe Ines. Es ging ja gerade eben schon wieder runter wie Butter, du. Ein wunderbarer Mann. Ja, vielen Dank für dieses Kompliment und schön, dass ich bei deinem Aufwachkongress mit dabei sein darf. Ja, ich bedanke mich, dass du dabei bist. Ja, das Ziel von Florian ist es, Menschen wieder in das ganzheitliche Wohlbefinden zu führen, dass man täglich voller Energie und Lebensfreude in den Tag startet und sich wieder leicht und unbeschwert fühlen kann. Ja, Florian, vielleicht magst du uns kurz über deinen Weg was erzählen, wie du überhaupt zu dieser Akademiegründung gekommen bist, was dein Weg ist, wie du uns helfen kannst. Ja, spannend, ne? Also früher war es natürlich ganz anders. Wenn ich immer aus der Vergangenheit spreche, ist das immer so ein bisschen wie ein kleiner Schatten, der da auf mir liegt, der heute keinen großen Einfluss mehr hat, an den ich mich nur noch erinnere. Also es ist sowas wie eine Beziehung, die ich mal hatte, bei der es nichts mehr zu verzeihen gibt, sondern die Sache ist verdaut, sie ist vergeben, sie ist aber dennoch ein Teil von mir. Und ich bin ja noch in der DDR groß geworden, das heißt groß geworden. Ich habe es gerade noch so bis zum roten Pioniertuch geschafft, ja, vom blauen zum roten. Und dann kam bei uns die Wende und wir sind ja eigentlich relativ einfach aufgewachsen im Thüringer Wald, mit Natur. Wir mussten unser Essen fermentieren für den Winter. Es gab nicht so viel Süßkram. Wir haben alles aus Haus, Hof und Garten meist selbst gemacht. Die Oma hat gekocht, die Wildkräuter. Wir waren sehr naturverbunden, weiß ich heute, wenn man heute sieht, wie Menschen so leben da draußen. Und in diesem Feld bin ich aufgewachsen. In meinem Schulzeugnis stand in der ersten Klasse, Florian hat für sein Alter zu stark ausgeprägtes Selbstbewusstsein. Mit diesem Satz konnte ich als Kind überhaupt nichts anfangen. Meine Eltern haben nur gelacht. Jetzt mussten die überlegen, was können wir denn mit dem Junge machen, um den ein bisschen runterzufahren. Denn Ritalin gab es ja damals noch nicht. Das konnte man mir nicht spritzen. Und für die Politik war ich auch nicht zu nutzen. Also hat man mich ins Trainingszentrum gesteckt. Wir haben gesagt, okay, für Sport und Olympiade, da kann der Junge seine Energien loswerden. Ja, und so sind wir natürlich dann aufgewachsen und dann kam die Wende. Und dann haben wir eigentlich alles gelebt, was uns vorgegeben wurde. Wir haben ja gedacht, Mensch, die Welt ist pur positiv und alles, was es da draußen gibt, was es zu essen gibt, ist gesund, ist gut, bringt uns voran und diese Ausbildungen und das, was man uns vorgibt vom Denken, vom Lieben, vom Sein, ist das, was wir in unser Leben umsetzen müssen, damit wir dann glücklich werden, damit wir dann das erfahren, wonach wir suchen, was wir ja nicht wussten, was die Suche ist, wo es hingeht. Ja, das habe ich dann auch gemacht. Da ging dann bei mir mit 16 Jahren das Partyzeitalter los mit Wodka Red Bull Partys, mit 18 der erste Audi A4 Cabrio, die Hugo Boss Anzüge. Ich saß nur noch im Café. Dann kamen die Handys und ab dem Zeitpunkt kam bei mir so ein bisschen so ein Cut zusammen, wo ich gesagt habe, irgendwas stimmt da nicht. Mit 21 wurde dann mein Kind gezeugt, die Amelie. Die ist jetzt schon über 12 Jahre alt und ich bin dann Unternehmer geworden. Ich habe dann eine Modefirma gegründet und habe praktisch angefangen, nur noch zu arbeiten, weil mich nur noch Geld, Autos, eine gute Firma, ein schönes Haus, Kind gezeugt, Bäume gepflanzt. Ich habe ja alles gemacht, was man mir vorgegeben hat, was man mich in der Wirtschaft, in der Schule gelehrt hat, habe ich umgesetzt. Mit 23 hatte ich das alles, ja. Und mein Rucksack war so voll, dass ich irgendwie gemerkt habe, irgendwas zieht mir hier Energie, ich habe überhaupt keine Freiheit mehr. Und mit 26, also es hat mit 23 Jahren angefangen, bin ich schlimm krank geworden. Mit 26 bin ich aus meinem Leben herausgebrochen. Da hatte ich dann Morbus Crohn im Dickdarmbereich, was dafür gesorgt hat, dass zum Beispiel meine Ausscheidungen immer wieder ins Blut übergehen und ich in Immunschwächen gekommen bin, dass es mir das Arbeiten nicht mehr möglich machte. Und ich hatte noch eine Verpilzung, das war der Pityriasis versicolor. Das ist wie so eine Weißfleckenkrankheit. Das ist ein Hefepilz und der war die Grundlage, der dann auch meine Beziehungen und mein ganzes Feld zerstört hat, sodass mir innerhalb von 2 Jahren alles genommen wurde, was ich mir über 8 Jahre aufgebaut habe. Es war total spannend. Und das war so der schlimmste Abschnitt in meinem Leben bisher und gleichzeitig das Beste, was mir je passieren konnte, kann ich heute sagen. Aus heutiger Sicht. Weil das war so ein bisschen meine erste wichtigste Lehreinheit in meinem Leben, aufzuwachen und natürlich der Zwang, mich zu wandeln. Früher war ich in der Krise und habe gedacht, oh Gott, was passiert mir nur? Warum ich? Ich verliere mein Ansehen. Was denken die jetzt alle über mich? Und dann kamen alte Leute und haben gesagt, ist der Ruf mal ruiniert? Lebt es sich ganz ungeniert? Und dann kam noch eine andere Frau aus dem Dorf, die hat gesagt, wenn man nichts mehr hat, dann hat man auch nichts mehr zu verlieren.
Solche Sätze hätte ich früher nicht annehmen können, aber heute weiß ich, da ist etwas Wahres dran. So, und ich hatte eine ganz tolle Mutter, die Veronika, die sehr viel Rohkost schon gemacht hat und gelebt hat in der damaligen Zeit, ja auch im Wald wohnt und so mit Leuten auch Leberreinigung gemacht hat, schon zur damaligen Zeit. Und sie hat mich immer gewarnt, sie hat gesagt, Florian, irgendwann, wenn du so weitermachst, wirst du irgendwann krank. Und da sage ich, wieso soll ich krank werden? Ich sage, guck mal, bei mir läuft doch alles gut. Dann sagt sie, dein Körper schafft irgendwann das nicht mehr, was du ihm antust. Und ich habe gesagt, Mensch, Mama, ich habe keine Probleme. Guck mal, ich trinke Alkohol, am nächsten Tag geht es mir wieder gut. Ich esse Fleisch ohne Ende, am nächsten Tag geht es mir wieder gut. Ja? Ich fahre auf dieses Fest, mache dort, besorge diese Waren und verkaufe die wieder mit 100% Aufschlag. Und alles ist gut. Und dann sagt sie, ja, aber das ist zu viel Stress für deinen Körper und dir fehlt das Licht in deiner Nahrung, dir fehlt das Frische und dir fehlt vor allem die Ruhe und der Ausgleich, dich zu besinnen, damit du keine Fehler machst. Weil wer zu schnell ist, der wird immer stolpern. Und ich habe das immer belächelt, ich habe gesagt, ach Mutti, du mit deinem Rohkostkram, du mit deiner Ernährung und deinen ganzen Käse, ich sag, ich habe doch keine Probleme, warum sollte ich denn was verändern? Und irgendwann hat sie aufgehört, sie hat dann aufgehört, diese Hilfe, diesen Wink mit dem Zaunfall, den sie mir versucht hat, über Jahre zu geben, eingestellt und hat gesagt, weißt du, Florian, irgendwann, wenn es dir mal schlecht geht, ich bin deine Mutter, da bin ich für dich da. Aber du bist nicht offen für diesen Kanal, also stelle ich dieses Funken ein, weil ich mir meine Arbeit eben dann spare, wenn es nichts bringt. Naja, und 2 Jahre später, das ging dann los so mit 26, habe ich gesagt, Mama, hilf mir, ich kann nicht mehr. Also zwischen 23 und 26 bin ich dann krank geworden. Mit 26 kam der Knockout. Ja, und dann bin ich bei meiner Mutter wieder gelandet.